Die Wirtschaft boomt, die Unternehmensgewinne sprudeln und die Notenbanken bleiben weitgehend auf dem Gaspedal. Das war die bullische Erzählung für Aktien, für die Aktienmärkte insgesamt. Jetzt ist diese Sache mit dem Boom und diesem Reopening so ein bisschen eingetrübt. Das ist das, was gestern offenkundig gespielt wurde an den Märkten, eigentlich schon länger gespielt wird. Wir sehen Schwäche in jenen Aktien, die sogenannte Go-Out-Aktien sind, also vom Reopening der Wirtschaft profitieren. Und das hat gestern ziemlich reingeknallt. Wollen wir uns mal anschauen, was da passiert ist. Dow Jones 2% verloren, besser noch der Nasdaq mit 1%, Nasdaq 100 sogar etwas weniger als 1%. Und wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, die schlechtesten, da waren es Industrials, Materials, Financials und Energy, also all das, was normalerweise bei einem Wirtschaftsaufschwung besonders profitieren würde. Die Finanzwerte litten unter den weiterfallenden Renditen, der Energiesektor unter dem gestern massiv abstürzenden Ölpreis, der 7% verloren hat, größter Sturz in diesem Jahr. Und natürlich Materials, Industrials, jene Sektoren, die eben A vom Infrastrukturprojekt besonders profitieren würden, dass Joe Biden ja vorhat, dazu gleich mehr, und B eben, naja, von steigender Nachfrage, wenn eben die Dinge gut laufen. Insgesamt sehen wir jetzt natürlich eine gewisse Überverkauftheit am Markt. Das könnte dann einen Bounce nach oben geben, den sogenannten Turnaround Tuesday. Wäre nicht das erste Mal, zumal wir jetzt einen Fear and Greed Index haben von 16, also schon ziemlich starke Furcht. Und wir wollen uns mal anschauen, dass diese Furcht sich in Aktionen hat gestern übersetzen lassen. Wir haben gestern beim Spider, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, ein Volumen gehabt von 148 Millionen. Das ist das größte Volumen, das wir in diesem Jahr hatten. Schauen Sie mal die Volumina sonst der letzten Tage an. Da haben wir mal 52, zweimal sogar 63, 55. Also wir haben gestern locker das Doppelte bis fast das Dreifache an Volumen gehabt. Da haben sich also Leute bewegt. Klar, es ist so, wenn Bullenmärkte langsam nach oben laufen, jeden Tag, so wie im Jahr 2017, plus 0,1%. So diese Schlafmärkte, wo eine bullische Erzählung unangefochten ist, wo letztendlich es unter dünnstem Volumen nach oben geht, weil keiner Handlungsbedarf hat. Der drin ist, bleibt drin, der will nicht verkaufen. Und gestern ist das ein bisschen anders gewesen. Dementsprechend war da Action, und es macht natürlich für einen Kommentator viel Spaß, auch diese Action zu kommentieren. Das ist zumindest, wenn man das täglich zweimal macht, wie ich es mache, angenehmer, als wenn eben diese weitgehend nachrichtenfreien, tiefgangfreien Märkte der Fall sind, wo eh nichts passiert. Da habe ich lieber Action, auch wenn es mal 2-3% nach oben geht, habe ich auch keine Schwierigkeiten damit. Hauptsache, es passiert eben was an den Märkten, und das ist gestern der Fall gewesen. Wir sehen, dass der S&P 500, hier untere Grafik, dann seinen 50-Tages-Durchschnitt angetestet hat. Und wenn wir uns die Zeit seit im Grunde Dezember 2020 anschauen, dann ist diese 50-Tages-Linie immer das Auffangbecken gewesen. Da hat man kurz touchiert, ist vielleicht sogar kurz drunter gelaufen und dann wieder nach oben gegangen. Die Frage ist, wird das diesmal auch passieren? Also, das ist die Marke um und bei 4.240 Punkten. Heute Morgen sind wir wieder drüber. Wir sehen eine Erholung der Futures, haben gestern schon im späten Handel eine Erholung gesehen. Aber das ist jetzt die zentrale Marke. Würden wir das gestrige Tagestief, das knapp unter 4.240 war, auf Schlusskursbasis wahrscheinlich auch nochmal unterschreiten, dann könnte es weitergehen, dann könnten wir durchaus größere Rücksetzer sehen. Das ist bisher nicht der Fall, muss sich erst bestätigen, aber schauen wir mal, wie es kommt. Wir haben interessante neue Daten zum sogenannten Margin Debt, also praktisch die Hebelung, die Kredithebelung der Investoren. Und wir hatten ja gesehen, der Margin Debt geht nach oben, geht nach oben, geht nach oben, die Aktienkurse gehen nach oben. Alle also sind in diesem Aktienmarkt drin, teilweise hochgehebelt. Dementsprechend ging es immer weiter nach oben, weil immer neue Käufer kamen. Jetzt sehen wir im Juni das erste Mal einen Rückgang des Margin Debt. Also wir sehen, dass die
Hebelung etwas abgenommen hat. Und wenn man sich mal Bärenmärkte oder auch Abverkäufe anschaut der letzten Jahre, das habe ich mal ausführlich gemacht, dann sieht man, dass davor immer der Margin Debt zurückgeht, weil teilweise schon möglicherweise Positionen auch zwangsliquidiert werden. Wir haben gestern möglicherweise einige Zwangsliquidierungen gesehen. Dadurch sinkt dann langsam der Margin Debt. Also darauf wird zu achten sein, das Momentum ist jetzt erstmal ein bisschen übergerollt, wie Not Jim Cramer hier sagt. Also das ist eine Entwicklung, die wir beobachten müssen mittelfristig, denn das ist ein sehr wichtiger Parameter, ob der Margin Debt weiter steigt oder eben jetzt unter Druck kommt. Wir haben ja neue Rekordwerte, was den Margin Debt betrifft, was das nominale Volumen betrifft, die wir bei weitem noch nie gesehen hatten. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, es sind diese Stay-at-Home-Aktien, die jetzt gut laufen, während die Go-Out-Aktien schlecht laufen. Schauen wir uns gestern mal an. Peloton gestern plus 6,4%. DocuSign, Etsy, das waren die Gewinner. Dagegen typische Reopening-Aktien wie Carnival, Kreuzfahrt, Darden Restaurants und United Airlines, also Flugverkehr. Die haben über 5% verloren. Wir sehen, dass es da deutlich nach unten ging in diesem Sektor. Wir haben jetzt insgesamt in den letzten 6 Handelstagen, wie Jim Bianco bemerkt, die größten Verluste bei diesen Aktien, die vom Reopening der Wirtschaft besonders profitieren würden, seit der Meldung von Pfizer-BioNTech des 9. November. Also da ist jetzt so ein bisschen dieses Narrativ zumindest angezählt. Es ist vielleicht noch nicht tot. Wir wollen uns anschauen, wie der weitere Kontext vielleicht zu werten ist. Zunächst mal ein bullisches Motiv. Die australische Notenbank hat jetzt gesagt, wir wollten ja eigentlich tapern. Wir wollten also das Quantitative Easing, die Anleihekäufe zurückfahren. Das werden wir uns jetzt nochmal überlegen. Sie wissen ja hier in, oder was heißt hier, dort in Australien genauer gesagt, da gibt es durchaus Lockdowns, Melbourne, Sydney etc. Und Apple hat jetzt gesagt, wir werden erstmal verschieben, dass die Leute wieder ins Büro kommen oder dass wir auch verlangen, dass die Leute ins Büro kommen. Also wir sehen jetzt, diese ganze Geschichte droht so ein bisschen zu kippen. Das Sommerfeeling, Mensch, Corona ist erstmal vorbei, wir sind alle geimpft. Das ist zumindest jetzt ein Narrativ, das nicht mehr ganz so greifen wird möglicherweise. Das sehen wir gleich auch mit einer Meldung aus UK. Aber zunächst mal jetzt eben das Problem, das auch die Märkte haben, dass wir eben gleichzeitig eine ziemlich hohe Inflation haben, weil wir weiter Lieferkettenprobleme haben. Und diese Lieferkettenprobleme haben teilweise auch gar nichts mit Corona zu tun, sondern etwa mit Umweltauflagen in China, dass da weniger produziert wird und dass man erstmal heimische Firmen bevorzugt bei der Verteilung eben bestimmter produzierter Güter. Jedenfalls sehen wir, dass normalerweise der Spread zwischen den Erzeugerpreisen, also den Inputkosten für die Unternehmen und den Verbraucherpreisen, wenn der so hoch ist wie jetzt, dann haben die Firmen ein Margenproblem. Dementsprechend, wie Liz N. Saunders hier zeigt, reagieren die Aktienmärkte auch schlechter als durchschnittlich in solchen Phasen. Wir haben heute Morgen jetzt zum Beispiel die deutschen Erzeugerpreise gesehen mit 8,5% höher als erwartet zum Vorjahresmonat und auch zum Vormonat mit 1,3% deutlich höher. Also da ist die Inflation Surprise mal wieder am Werk. Die Inflation steigt trotzdem weiter, die Daten gehen weiter nach oben, auch wenn der Basiseffekt wahrscheinlich bald abnehmen wird. Aber insgesamt sehen wir, dass eben dieser Margendruck ein dominantes Motiv werden könnte jetzt für die nächsten Tage und Wochen an den Aktienmärkten. Wenn wir uns mal anschauen, wie bisher die Berichtssaison verlaufen ist in den USA, dann ist die ja großartig verlaufen. 86% haben die ohnehin schon gestiegenen Erwartungen sogar übertroffen, wobei diese Erwartungen sind, ich will nichts dazu sagen, jedenfalls eigentlich sind die Zahlen ja gut, dennoch ist durchschnittlich sind die Aktien, die berichtet haben, um 2% gefallen, also das läuft nicht so richtig gut. Gestern haben wir einen Ausbruch beim VIX gesehen, untere Grafik, also der Wohler-Erwartung der S&P 500 Aktien für die nächsten 4 Wochen, die in Optionen eingepreist ist, meine Damen und Herren, um diese mal genau zu beschreiben. Jedenfalls sehen wir, dass der VIX durchaus sich an charttechnische Trends hält und hier sehen wir, ist genau an diese Abwärtstrendlinie rangelaufen, dürfte jetzt erstmal wieder zurückprallen, Turnaround Tuesday, Fragezeichen. Dann ist die Frage, kommt der nächste Versuch nach oben auszubrechen? Wird dieses bullische Narrativ
so ohne Probleme gleich wieder herstellbar sein? Das ist eben die große Frage. Wir sehen gestern die Renditen für 10-jährige US-Anleihen unter die Marke von 1,20% gefallen. Und das, obwohl eben die Inflation in den letzten 4 Wochen jeweils deutlich über der Erwartung lag. Genauer, also die Verbraucherpreise über der Erwartung lagen. Und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, die wirklich schwierig ist. Gestern Abend hat der Wirtschaftsberater der britischen Regierung, Valance, gesagt, also 60% derjenigen, die hospitalisiert werden, die ins Krankenhaus müssen, sind zweifach Geimpfte. Wir sehen unten, dass die Zahl der Hospitalisierungen moderat steigt, aber schon ein Trend erkennbar ist, der hier nach oben geht. Es sind also mehr als die Hälfte sind geimpft. Klar, das ist eine mathematische Größe. Wenn ohnehin mehr als 60% der Bevölkerung zweifach geimpft sind, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass eben ein höherer Prozentsatz an Geimpften ins Krankenhaus kommt. Aber es zeigt sich, dass möglicherweise, und das ist die Kernaussage hier dahinter, die Briten ja vorwiegend mit AstraZeneca geimpft sind, nicht mit mRNA-Impfstoffen. AstraZeneca ist ja ein sogenannter Vektor-Impfstoff, also eher ein klassischer Impfstoff, während mRNA eben diese neue Technologie ist, die Moderna und BioNTech, Pfizer eben verwenden. Die Briten sind fast durchgängig nur mit einem Vektor-Impfstoff, respektive also mit AstraZeneca geimpft, und möglicherweise sind die gegen die Delta-Variante eben nicht sehr effektiv. Und das ist genau das Problem, das die Briten jetzt haben, und man kann nur hoffen, dass eben das für diese mRNA-Impfstoffe nicht gilt, aber es zeigt, dass eben die Impfung das Problem nicht automatisch erledigt, zumindest nicht mit AstraZeneca. Der Hersteller AstraZeneca, ja britisch-schwedisch, hat ja zunächst gesagt, ja, wir stellen die Impfdose für 4 Dollar her, machen da null Gewinn, werden euch die für 4 Dollar verkaufen. Die Briten haben dann gesagt, ja, wir zahlen über 50 Dollar pro Dose. Und dann hat man eben diesen Preis genommen, also schon ein etwas schmuddeliges Ding. Dann zeigt sich jetzt, dass möglicherweise AstraZeneca nicht sehr effektiv ist. Das ist fast ein Treppenwitz der Geschichte. Ein Treppenwitz oder ein Long-Term-Gag ist auch das Infrastrukturprogramm von Joe Biden, das am Mittwoch ja zur Abstimmung stehen sollte im Senat, wird jetzt möglicherweise nicht dazu kommen. Susan Collins von den Republikanern, linken Republikanern kann man sagen, hat jetzt schon mal gesagt, Mensch, sag die Veranstaltung ab, sag die Abstimmung ab, es macht keinen Sinn, so kriegst du die Mehrheit nicht. Jetzt können die Demokraten versuchen, im Alleingang das zu machen, wird aber sehr, sehr schwierig, weil auch Manchin, ein gemäßigter Demokrat, hier wohl nicht mitspielen wird. Dann haben wir noch die Nachricht, dass die USA ganz formal China des Hackings bezeichnen in Sachen Microsoft. Da hätte man wohl die E-Mail-Server von Microsoft angegriffen. Da werden auch 4 chinesische Bürger benannt, die das gemacht haben sollen im Auftrag der Regierung. Und dem haben sich dann übrigens auch viele Länder angeschlossen, unter anderem die EU, haben gesagt, ja, das stimmt. Also das wird wieder eine lustige Geschichte werden. Nicht so lustig für jene, die Kryptobullen sind, ist das, was jetzt passiert im Kryptomarkt. Bitcoin unter die 30.000er Marke gefallen. Damit wieder mal ungefähr 90 Milliarden aus dem Markt weggespült. Wenn wir uns mal anschauen, was jetzt seit dem Hoch des Jahres 2021 passiert ist, sehen wir Bitcoin über 50% im Minus, Ethereum oder Ether 59% und vor allem Elon Musk sei Dank, Dogecoin 77%, großartige Performance. Elon, wir danken dir, vor allem jene, die eben gedacht haben, das Ding wird dann noch immer weitergehen. Abschließend noch ein Hinweis auf einen Artikel, den Wolfgang Müller geschrieben hat, wo er das Panorama, die Großwetterlage, die derzeit an den Märkten herrscht, mal versucht zu zeichnen, klar zu machen. Ich kann diesen Artikel nur allerwärmstens empfehlen. Er hat gesagt, es riecht nach Korrekturwochen der Wahrheit, aber er benennt eben auch das grundsätzliche Dilemma der Investoren, der Profi-Investoren, und zeigte damit ein Panorama, das die aktuelle Situation, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Ich packe Ihnen das Video, nicht das Video, den Artikel unter das Video, und das sollten Sie lesen, wenn Sie sich wirklich einen Eindruck verschaffen wollten, wie die Dinge jetzt stehen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Dienstag und sage Ihnen Servus und Ciao.